guten Tag und willkommen für die Einführung dieses neuen, dieser neuen Art, die Dinge zu sehen. Ein Paradigmenwechsel findet statt von der kirchlichen Ehrlichkeit zur ehrlichen Kirche. Ich übergebe das Wort eben an Frau Berger. Berger, genau. Danke. Ja, herzlichen Dank. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Schweizer Bischofskonferenz. Es ist uns eine große Ehre, dass wir hier heute Ihnen unsere Arbeit in diesem Gebiet etwas näher bringen können. Und wir werden Ihnen gerne aufzeigen, wo wir mit dieser Arbeit begonnen haben, welche Hindernisse dabei entstanden sind und wo wir heute stehen. Ich heiße Encarnación Berger-Lobato und ich leite den Bereich Marketing Kommunikation für die Schweizer Bischofskonferenz und darf hier heute für Sie diesen Anlass kurz moderieren. Ja, das Thema, wie schon gehört, Paradigmenwechsel von der kirchlichen Ehrlichkeit zu einer ehrlichen Kirche. Also das ist ein tonnenschwerer Titel, den wir da heute mit uns tragen. Wenn Sie vielleicht schon an unserem Stand vorbeigekommen sind, dann haben Sie diesen Roll-up gesehen mit diesem Thermometer, den Sie jetzt hinter mir sehen. Oder noch nicht, dann kommt es gleich. Ich sehe ihn schon auf meinem Bildschirm. Und wir haben versucht, ein bisschen die Temperatur zu fühlen, wie sich denn so die Wahrnehmung entwickelt hat seit dem Jahr 2000 bis heute im Umgang innerhalb der katholischen Kirche in der Schweiz im Bereich sexueller Übergriffe in ihrem Umfeld und im Verhältnis zu den Opfern. Das ist ein bisschen eine visuelle Darstellung von einem sehr, sehr komplexen Thema. Es ist natürlich eine Selbstwahrnehmung, aber die Selbstwahrnehmung basiert auch auf sehr zahlreichen Indizien und Aussagen, die doch an uns herangetragen wurden. Meine Aufgabe heute ist ziemlich einfach, nämlich dafür zu sorgen, dass Sie nicht zu spät zum Mittagessen kommen. Das heißt, wir haben zwei Referate, je 30 Minuten, und ich werde dafür sorgen oder sorgen dürfen, dass die Zeit wirklich im Rahmen bleibt. Und dafür habe ich einen kleinen Botafumeiro aus Santiago de Compostela mitgenommen, den ich klingeln werde, wenn die 30 Minuten fertig sind. Und das Glöckchen tönt zwar sehr, sehr leise, aber ich kann auch heftig schütteln, wenn es notwendig werden sollte. Gut, ich gebe das Wort jetzt an den ersten Referenten. Das ist Pater Martin Werlen. Er ist Benediktinermönch des Klosters Einsiedeln und vom Jahr 2001 bis 2013 war er Abt des Klosters in Einsiedeln und gleichzeitig auch Mitglied der Schweizer Bischofskonferenz. Und in dieser Funktion hat er damals das Fachgremium sexuelle Übergriffe begleitet und hat innerhalb der Schweizer Bischofskonferenz, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen Pionierarbeit geleistet. Pater Martin, bitte. Werte Damen und Herren, seit 2014 bin ich wieder Novizenmeister, das heißt für die Neueintretenden zuständig. Und da gehört die Sensibilisierung für dieses Thema ganz wesentlich dazu. Wie mache ich das? Ich versuche es so zu machen, wie ich jetzt in diesen 30 Minuten das versuche. Und zwar geht es darum, die eigenen Augen zu öffnen, meine eigenen, und versuchen, anderen die Augen zu öffnen. Und das, was ich jetzt hier mache, ist ein Erfahrungsbericht. Es sind meine Erfahrungen und vieles von dem, was ich jetzt sage, sehen wir dann auch in dieser Grafik wieder. Was ich vorausschicken will, ich spreche nie von sexuellem Missbrauch. Das finde ich einen unmöglichen Ausdruck. Sexueller Missbrauch impliziert eigentlich, dass es einen sexuellen Gebrauch einer Person gibt. Also ich brauche eine Person sexuell oder ich missbrauche. Und das ist nicht eine angemessene Ausdrucksform. Genau gleich im Englischen, Sexual Abuse,
würde eigentlich heißen, dann es gibt einen Sexual Use of a Person und das darf es nicht geben. Es ist ein sexueller Übergriff und es ist ein Missbrauch der Macht, die jemand hat. Eine Macht kann man brauchen oder missbrauchen. Und ein sexueller Übergriff ist eine sexualisierte Gewalt. Mein erster Kontakt mit sexuellen Übergriffen. Ich bin seit 1983 im Kloster Einsiedeln. Sexuelle Übergriffe waren ein Tabu. Ab und zu habe ich irgendetwas gehört, von irgendeinem Mitbruder hat man irgendetwas gesagt, aber es war nie so, dass man erfahren hat, das ist so oder das ist nicht so. Und wenn etwas tabuisiert ist, traut man sich auch nicht nachzufragen, weil man merkt, das ist nicht gewünscht. Und dieses Nicht-Gewünscht-Werden, das ist sehr stark präsent. In den 90er Jahren haben zwei Mitbrüder sexuelle Übergriffe auf Frauen gemacht. Und der damalige Abt wurde ziemlich unter Druck gesetzt, dass etwas in der Gemeinschaft passieren muss. Und der Abt hat dann ein kleines Gremium zusammengesetzt. Und zwar bestand dieses Gremium aus dem Juristen eines der Opfer, einer Psychotherapeutin, eines der Opfer, ein Mitbruder, der in der Seelsorge sehr engagiert war, und mir. Und mich hat er wahrscheinlich gewählt, weil ich auch Psychologie studiert habe. In diesem kleinen Gremium haben wir Richtlinien für unsere Gemeinschaft erstellt. Und diese Richtlinien waren stark geprägt von Übergriff auf Frauen. Und wie es von dem Juristen und der Psychotherapeutin auch gefordert wurde, gab es in unserer Gemeinschaft einen Weiterbildungstag zum Thema sexuelle Übergriffe. Sie können nicht sich vorstellen, was für Widerstände es gegeben hat. Es gab Mitbrüder, die gesagt haben, warum jetzt dieses Thema? Ich habe noch nie einen sexuellen Übergriff begangen. Und es war nicht möglich, diesen Weiterbildungstag wirklich fruchtbar zu machen, wenn man nicht informiert, was passiert ist. Und darüber wurde nicht gesprochen. Die Mitbrüder, die Übergriffe begangen haben, bekamen ein anderes Arbeitsfeld. Sie wussten, dass der Abt und die Gemeinschaft nichts darüber informieren werden. Und er konnte sich bis zu seinem Tod immer als Opfer darstellen. Der Abt hat mir diese Stelle weggenommen, wenn Leute gefragt haben, warum machst du nicht mehr diese Arbeit in der Seelsorge? Der Abt hat es mir weggenommen. Und es war eigentlich immer der Abt als Täter dargestellt. Und er war das Opfer. Heute, am 10. November 2001, also vor 16 Jahren, wurde ich zum Abt der Gemeinschaft gewählt. Und damit war ich auch Mitglied der Schweizer Bischofskonferenz. Und in den ersten Monaten als Mitglied der Schweizer Bischofskonferenz brach dieser ganze Skandal in den USA aus, vor allem in der Diözese Boston. Dort haben Journalisten entdeckt, dass allein in der Erzdiözese Boston 90 Priester an ca. 1000 Kindern und Jugendlichen schuldig geworden waren. Der Erzbischof von Boston, Bernard Francis Law, ist dann am 13. Dezember 2002 zurückgetreten. In diesem Umfeld habe ich in der Bischofskonferenz an der ersten Sitzung, an der ich dabei war, im März 2002 den Vorschlag gemacht, dass wir als Bischofskonferenz Richtlinien erstellen zum Umgang mit sexuellen Übergriffen und dass wir ein Fachgremium einsetzen und dieses Fachgremium die erste Aufgabe bekommt, diese Richtlinien zu erstellen. Präsident des Gremiums wurde der Jurist, der bei uns vorher das gearbeitet hat, und die Psychotherapeutin, die bei uns dabei war im Gremium, hat die Arbeit dann auch im neuen Fachgremium übernommen. Und die Richtlinien waren sehr stark angelehnt an die Richtlinien, die wir im Kloster hatten. Das war die Grundlage. Und darum waren die Richtlinien von 2002 auch sehr geprägt von sexuellen Übergriffen auf Frauen. Im
Unterschied zu den Vereinigten Staaten oder Irland ging der Anstoß dann in der Schweiz für eine gesamtgesellschaftliche Debatte über diese Thematik nicht von irgendwo aus, sondern von der Kirche selbst. Und zwar hat der Rektor eines Gymnasiums in Berlin, ein Jesuit, Klaus Mertes, einen Brief geschrieben an alle ehemaligen Schüler und Schülerinnen, die bei ihnen waren, um damit beizutragen, wie er schreibt, dass das Schweigen gebrochen wird. Und dieser Brief kam am 28. Januar 2010 über die Medien in die Öffentlichkeit. Und das hat in Deutschland sehr viel ausgelöst, vor allem auch Widerstand. Und bei mir war zu dieser Zeit, obwohl ich mich schon lange damit auseinandergesetzt habe, immer so die Hoffnung, hoffentlich kommt es nicht an die Öffentlichkeit. Auch das, was ich von unserer eigenen Gemeinschaft schon gehört hatte und so, habe ich immer gedacht, hoffentlich kommt das nicht in die Öffentlichkeit. Es ging mir um unsere Institution, um das Kloster, es ging um Mitbrüder. Aber der Gedanke, den Opfern nachzugehen, war mir bis dahin nie gekommen. Nie. Und ich war auch dankbar, dass die meisten, von denen ich wusste, dass so irgendetwas in der Biografie war, waren gestorben. Und dann war es ja sowieso erledigt, habe ich gedacht. Aber ich habe nicht gedacht, dass noch sehr viele von den Opfern leben können. Und dass es für sie alles andere als erledigt ist. Und dass die Opfer, auch wenn sie gestorben sind, Angehörige haben, die sehr wohl die Last dessen, was da passiert ist, mit sich tragen. Aber das war nicht in meinem Denkhorizont. Und dann, als ich gemerkt habe, dass das in Deutschland so Wellen aufrührt und auch in Österreich, habe ich gedacht, das war für mich klar, es wird auch in der Schweiz kommen. Und ich habe einen Artikel geschrieben im Februar und wollte der NZZ geben. Und sie haben ihn nicht genommen. Sei kein aktuelles Thema. Und eine Woche später haben sie den Artikel genommen. Dann war es plötzlich sehr aktuell. Am 19. März 2010 hat das Fachgremium Sexuelle Übergriffe, Fachgremium der Bischofskonferenz, am 19. März 2010 in Zürich eine Sitzung gehabt. Und es war eine Krisensitzung, weil es sich so zugespitzt hat, das Ganze. Und ich habe damals noch den Präsidenten der Bischofskonferenz angerufen, dass wir, wenn möglich, nächste Woche die Bischofskonferenz zusammenrufen sollten, um diese ganze Thematik zu besprechen und zu schauen, wie verhalten wir uns in dem drin. Und er hat das abgelehnt und hat gesagt, wir haben im Juni eine Versammlung und das reicht. Dann kam die Sekretärin dieses Hauses, wo wir die Sitzung hatten, und hat mir gesagt, ich solle dringend zurückrufen, ins Kloster einsiedeln. Ich habe das gemacht und da hat mir der Mitbruder gesagt, dass zwei Journalisten vom Schweizer Fernsehen da sind und mehrere Namen von Mitbrüdern genannt haben, die sexuelle Übergriffe verübt haben. Ich habe mich dann in Zürich von der Sitzung verabschiedet, bin nach Einsiedeln gegangen, habe mich mit den beiden Journalisten getroffen, die auch Aufnahmen gemacht haben, habe nachher sofort die Mitbrüder aufgesucht, deren Namen genannt wurde, mit ihnen gesprochen. Um 16:30 hatten wir das Abendgebet, wie jeden Tag. Anschließend habe ich die ganze Gemeinschaft zusammengerufen und habe das alles der Gemeinschaft dargelegt, was jetzt läuft. Und habe gesagt, das kommt heute Abend in Schweiz aktuell. Nach der Versammlung mit der ganzen Gemeinschaft habe ich eine kleine Gruppe zusammengenommen, nicht nur von der Gemeinschaft, sondern auch von außen. Und wir haben in circa einer Stunde alle Namen zusammengetragen, die uns einfallen zu diesem Thema, sexuelle Übergriffe. Und wir waren fast erschlagen. Es sind nicht einfach Einzelne. Also man musste nicht lange suchen. Wir hatten schon von vielen Namen irgendwo einmal etwas gehört. Und es war ganz klar, wir müssen das professionell angehen. Und Schweiz aktuell, nach 7 Uhr kam diese Sendung. Und direkt anschließend habe ich zum ersten Mal von mir aus mit den Medien Kontakt aufgenommen. Ich habe 10:10 der Redaktion angerufen und habe gefragt,
ob ich live in die Sendung kommen könnte. Und sie haben zugesagt. Und dann bin ich um 8 Uhr von Einsiedeln weggenommen, gefahren nach Oerlikon und war live in der Sendung 2010 am 19. März. Wenn Sie die Sendung mal anschauen wollen, ich habe sie heute noch, gestern noch suchen wollen, aber im Archiv ist sie nicht mehr drin, weil es, glaube ich, nur bis 2012 rückwärts ist. Aber ich denke, von mir aus gesehen, war das der wichtigste Beitrag, den ich für unsere Gemeinschaft und in der Bischofskonferenz geleistet habe. Und in dieser Sendung fragte mich Daniela Lagler, die Moderatorin, an, ob ich mir vorstellen könnte, eine externe Untersuchungskommission einzusetzen. Da habe ich gesagt, ja, für die Bischofskonferenz kann ich das nicht entscheiden, aber für die Gemeinschaft im Kloster, ja. Und in den folgenden Tagen haben wir Namen gesucht von Leuten für diese Untersuchungskommission. Und es war klar, es sollen keine Leute sein, die mit dem Kloster Einsiedeln in irgendeiner Beziehung stehen. Zugesagt haben ein ehemaliger Staatsanwalt des Kantons Zürich, ein Jugendanwalt des Kantons Schwyz und eine Juristin aus dem Kanton Zug. Diese Untersuchungskommission hatte alle Türen bei uns offen. Alle Mitbrüder wurden eingeladen oder aufgefordert, alle Namen, die sie kennen, alle Erfahrungen, die sie selbst gemacht haben, zuhanden dieser Untersuchungskommission niederzuschreiben. Die Untersuchungskommission hat alle Schülerinnen und Schüler, unsere ehemaligen und jetzigen, angeschrieben. In allen Regionen, wo wir in Schulen oder Seelsorge tätig waren oder sind, wurden Inserate aufgeschaltet mit der Aufforderung, sich bei der Untersuchungskommission zu melden. Dieser Prozess hat sehr viel ausgelöst. Ich hatte in der Folge viele Kontakte mit Opfern, aber nicht nur mit Opfern von unserer Gemeinschaft, sondern auch von anderen, weil plötzlich wahrgenommen wurde von Opfern, dass man mit jemandem sprechen kann darüber. Und jemand hat mir geschrieben: Ich habe Sie verschiedentlich in den Medien gesehen und gehört. Ich habe Vertrauen in Ihre Person, deshalb dieser Brief. Ich hatte schwer unter den sexuellen Verfehlungen zu leiden. Im Jahr nach dem Austritt habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen, und heute noch beeinflussen mich die damaligen Ereignisse nachhaltig. Ich möchte aber betonen, dass ich nicht Kapital oder Aufmerksamkeit aus dieser Angelegenheit schlagen will. Ich will auch keine Entschuldigung. Der betroffene Pater ist längst gestorben, die Untaten schon längst verjährt. Die Geschichte habe ich nicht verarbeiten können. Sie bleibt ein Teil meiner Persönlichkeit. Die sexuellen Übergriffe haben viele Wunden hinterlassen. Sie sind bis heute nicht verheilt und sie beeinflussen heute noch mein Leben. Ich will mich jedoch mit meinem Schicksal aussöhnen, meine Verletzungen nicht bekämpfen, sondern lernen, Hand in Hand mit diesen zu leben. Ich bitte Sie um einen Gefallen. Gerne möchte ich von Ihnen eine kurze Erhaltbestätigung meines Schreibens und ich wünschte mir, dass man mich auf der kirchlichen Liste der Betroffenen mitzählt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie zeitlich völlig in Beschlag genommen werden. Ich erwarte weder eine Entschuldigung, noch tröstende Worte, noch einen Brief, noch sonst was. Schließen Sie meine verletzte Seele in aller Stille ab und zu in Ihr Gebet ein. Diese Gewissheit würde mir gut tun und helfen. Zum Schluss möchte ich Ihnen meine Hochachtung aussprechen. Ich bin zwar aus der Kirche ausgetreten, aber solche Menschen wie Sie braucht die Kirche. Und wie Sie sehen, zeigt Ihre Lebenshaltung auch Wirkung auf Menschen, die nicht in Ihrer Gemeinschaft leben. In der Gemeinschaft tönt es ein bisschen anders. Es gab einige Mitbrüder, die das mitgetragen haben, aber die meisten nicht. Einige haben gesagt, seit du Abt bist, sind wir nur noch negativ in den Schlagzeilen. Viele haben sich einem Prozess gesperrt. Viele wollten damit nichts mehr zu tun haben und haben gehofft, hoffentlich ist das bald vorbei. Und da war es für mich eigentlich klar: Papiere reichen nicht. Es braucht Einsicht. Wir können noch so gute Richtlinien haben, das nützt nichts, wenn die Einsicht nicht da ist in das, was da passiert ist. Und dann war für mich klar, es gibt nur eines, und das ist konkrete Beispiele aus unserer Gemeinschaft,
wirklich thematisieren. Am 14. August 2010 habe ich in unserem Kapitel gesagt, wenn uns nicht gefällt, dass andere Schlechtes über einen verstorbenen Menschen erzählen, über den wir nichts Schlechtes hören wollen, nehmen wir gern eine Redewendung zu Hilfe. De mortuis nil nisi bene. In der deutschen Sprache wird diese Redewendung oft übersetzt mit »Von den Toten soll man nur Gutes reden«. Gerade das aber meint sie nicht. Würde man diese häufig gehörte Version zurück in die lateinische Sprache übersetzen, würde sie lauten De mortuis nullum nisi bonum. Wenn man von den Toten nur Gutes sprechen könnte, wäre eine Geschichtsschreibung schlicht unmöglich. Richtig übersetzt bedeutet die Redewendung von den Toten nichts außer auf gute Weise. Das lateinische Wort bene ist ein Adverb und kennzeichnet die Art des Sprechens. Also nicht voller Hass von den Toten sprechen, sondern ihnen in einer wohlwollenden Weise gerecht werden. Wir sind zurzeit als Gemeinschaft in einem Prozess der Aufarbeitung unserer Geschichte. Es kommt da vieles zum Vorschein, was wir lieber nicht hören möchten. Von verschiedenen Mitbrüdern hörte ich direkt oder indirekt, dass man das Ganze nun doch in Ruhe lassen solle. Vor allem auch, nachdem das Verhöramt Schwyz die Verfahren gegen 5 Mitbrüder wegen Verjährung eingestellt hat. Ein Mitbruder sagte mir in aller Ehrlichkeit, ich möchte mir das Bild, das ich von der Gemeinschaft habe, nicht zerstören lassen. Und trotzdem wollen wir als Gemeinschaft diesen Prozess in aller Entschiedenheit weitergehen. Warum? Es gibt da verschiedene Gründe. Wer könnte sich der Geschichte in aller Ehrlichkeit stellen, wenn nicht wir Christen? Das gilt für die Geschichte der Kirche, unserer Gemeinschaft, aber auch unserer ganz persönlichen Geschichte. Als Christen sind wir in besonderer Weise der Wahrheit verpflichtet. Wir können nicht nach außen verkünden, dass die Wahrheit frei macht und zugleich nach innen alles unternehmen, um uns der Wahrheit nicht zu stellen. Das ist nicht glaubwürdig. Wir dürfen die Geschichte nicht so manipulieren, dass wir selbst gut dastehen und andere dafür unter den Rädern bleiben, unter die sie geraten sind. Wir schulden eine sorgfältige Aufarbeitung vor allem den Menschen, die durch Fehlverhalten von Mitbrüdern zu Schaden gekommen sind. Ich bin überzeugt, dass unsere Gemeinschaft durch diesen Prozess der Aufarbeitung sehr wachsen wird. Ich habe dann konkrete Beispiele gebracht und das ist heiß. Das wusste ich auch, wenn ich konkrete Mitbrüder nehme, der jetzt verstorben ist, aber ich habe übers Archiv Zugang zu dem, was passiert ist. Nehmen wir an, sagte ich, ein Opfer melde sich wegen sexueller Übergriffe durch einen Mitbruder. Bis vor wenigen Jahren war das ein fast unmöglicher Schritt, weil Priester und Mönche so etwas nie tun würden. Das Opfer musste damit rechnen, dass es nicht ernst genommen wird, dass es abgewiesen wird. Zudem mussten Opfer noch vor nicht allzu langer Zeit davon ausgehen, dass sie von anderen Kirchenmitgliedern geächtet würden, bei denen der Priester und Mönch in hohem Ansehen stand. Heute hat sich das, Gott sei Dank, geändert. Und wenn ein Opfer sich meldet wegen sexueller Übergriffe durch einen Mitbruder, der schon verstorben ist, dem kein Mitbruder so etwas zutrauen wird, weil er im Gedächtnis der Gemeinschaft schon länger einen Heiligenschrein trägt, sagt man dem Opfer, wie das oft geschieht, da ist nichts mehr zu machen, der Mitbruder ist schon lange tot, oder so etwas hat dieser Mitbruder sicher nie gemacht. Wir haben ihn ja gekannt. Lesen Sie einmal seinen Nachruf. Falls das Opfer den Nachruf schon vorher gelesen hat, wird es sich wohl nicht einmal trauen, sich zu melden. Und wenn das Opfer trotzdem kommt? Die Vermutung, dass es sich um eine Falschaussage handelt, ist dann groß. Der zuständige Monsignore und Sachbearbeiter an der Glaubenskongregation, inzwischen Bischof in Malta, sagt in einem Gespräch, dass er bis vor kurzem davon ausgegangen sei, dass die meisten Anschuldigungen falsch seien. Nach den in den vergangenen Jahren gemachten Erfahrungen gehe er davon aus, dass über 98% der Aussagen von Seiten der Opfer zutreffen.
Ich sagte dann, bevor ich jetzt ein konkretes Beispiel bringe, möchte ich noch deutlich darauf hinweisen, dass es nicht um eine Verurteilung eines Mitbruders geht. Es geht auch nicht darum, frühere Mitbrüder und Obere zu verurteilen. Es geht um das Entdecken einer Kultur, die aus welchen Gründen auch immer in der Kirche und auch in unserer Gemeinschaft Einzug gehalten hat und die sehr tief sitzt. Es geht darum, dass wir entschieden daran gehen, eine andere Kultur aufzubauen. Wir werden auch deutlich sehen, dass das Ringen um Wahrhaftigkeit und Transparenz auch in diesen Angelegenheiten nicht etwa neu sind. Es wird auch eine große Hilflosigkeit sichtbar. Und ich habe das Beispiel gebracht. Stellen wir uns vor, ein Mann würde sich melden und vorbringen, dass er durch den in den 90er Jahren verstorbenen Pater sexuelle Übergriffe erfahren habe. Wie würden wir reagieren? Ich würde meine Erinnerung zu Hilfe nehmen, würde andere Mitbrüder befragen, den Nachruf lesen. Und dann käme ich zur Erkenntnis, das muss eine falsche Anklage sein. Pater so und so wurde zudem bei der jetzigen Aufarbeitung von keinem Mitbruder genannt. Wer überzeugt ist, dass die meisten Anklagen sowieso falsch sind und die angeblichen Opfer nur der Kirche schaden wollten, würde Recht bekommen. Ein Blick ins Archiv lehrt mich etwas anderes. Dieser Mitbruder wurde von einem Ort zum anderen verschoben, wegen Übergriffen. Er ist aus einer anderen Ordensgemeinschaft zu uns gekommen, wegen Übergriffen. Und ich habe das Ganze aus dem Archiv Ihnen vorgelesen, den Mitbrüdern, und das ist erschlagend. Das ist erschlagend. Und was heißt es im Nachruf über diese Lebensabschnitte? Mehr und mehr spürte er, dass seine Kräfte der überaus aktiven Tätigkeit jener Jahre nicht mehr gewachsen waren. Er bat darum seine Ordensobern um Entlastung. Es reifte in ihm den Entschluss, Benediktiner zu werden. Schließlich kam Einsiedeln in Frage. Hier bat er mit Erlaubnis der Obern um Aufnahme. Für den Abt war es nicht leicht, für diesen Neuprofessen einen entsprechenden Arbeitsplatz zu finden. Für Einsiedeln konnte er zu wenig Deutsch. Mit all diesen Begründungen wurde er von einem Ort zum anderen verschoben. 2010 wurde diese Untersuchungskommissionsarbeit begonnen und 2011 haben wir sie abgeschlossen. 2013 konnten wir die Richtlinien überarbeitet herausgeben von der Bischofskonferenz und ich habe gedacht, jetzt sind wir einen großen Schritt weiter, auch gerade in der eigenen Gemeinschaft. Und dann, was ist passiert? 2013 im April kam ein Buch heraus, in dem ein Mitbruder vorkommt, der viele Übergriffe begangen hat. Dieser Mitbruder kam in der Untersuchungskommission nie vor, nie von jemandem genannt. Er war auch längere Zeit im Gefängnis und viele der Mitbrüder, die jetzt noch gelebt hatten, haben ihn gekannt. Völlig tabuisiert. Und da merkt man, wenn etwas tabuisiert ist, kann man das nicht einfach durch einen Schalterdrehung ändern. Wenn etwas so tabuisiert ist, braucht es viel Zeit und Geduld und dranbleiben, dass sich eine Kultur ändert. In diesem Buch schreibt der Autor in aller Offenheit über sexuelle Übergriffe eines namentlich genannten Mitbruders in der Heiligen Woche im Jahre 1925. Der Name ist mir vorher nie bewusst begegnet. Ich bin dann auch dem nachgegangen. In unserem Totengedenken heißt es, gestorben im Jahre so und so. Er war Lehrer am Gymnasium in Einsiedl, noch einem anderen Ort, Pfarrvikar dort und Volksmissionar. Von 1916 bis 1918 war er Lehrer an der Stiftschule. Wegen sexuellen Übergriffen musste er weg und kam als Unterpräfekt in ein Gymnasium einer anderen benediktinischen Gemeinschaft. Dort war er wegen sexuellen Übergriffen nur ein Jahr. Er kam zurück für 2 Jahre wieder an die Stiftschule Einsiedeln. Er kam wieder weg. Grund muss ich hier nicht mehr anführen.
Er war 2 Jahre in einer Außenstation unseres Klosters, nur 2 Jahre, denn dann war er in einer Pfarrei. Er kam in ein anderes Kloster, nur kurz, wegen sexuellen Übergriff. Er kam in eine psychiatrische Klinik. Er konnte versichern, dass es nie mehr passieren wird, kam wieder in die Gemeinschaft, wurde als Volksmissionar, vor allem für Kinder, eingesetzt. Und am 15. Januar 1952 wurde er zu 11 Monaten Gefängnis verurteilt. Es ging um massive Übergriffe, alle nach 1945. Ich habe am Schluss der Gemeinschaft gesagt, wie können und sollen wir darauf antworten? Unsere Kommunikation soll offen und ehrlich sein, in der Gemeinschaft und auch nach außen. Wir müssen uns der Situation stellen. Was da passiert ist, ist schrecklich. Es ist möglich, dass Opfer noch leben. Die Gemeinschaft hat die Verantwortung nicht wahrgenommen, aber heute wollen wir uns dieser Verantwortung stellen. Dass dieser Fall bei der Arbeit der Untersuchungskommission weder von außen noch von innen genannt wurde, zeigt, wie massiv Vergessens- und Verdrängungsmechanismen noch heute aktiv sind. Wir müssen dranbleiben. Und wenn wir heute sagen, es ist kein Tabu mehr, das stimmt nicht. Es ist immer noch ein Tabu. Ich habe das auch letzte Woche festgestellt, dass in unserem Klosterladen das Buch von Daniel Pitte nicht da ist. Und die Verantwortlichen in unserem Klosterladen sind Angestellte. Und dann habe ich gesagt, das Buch ist gar nicht da. Und dann hat sie gesagt, ja, wir wollen doch nicht etwas darbringen, das die Kirche schlecht darstellt. Das sind immer noch diese Mechanismen, die so stark sind. Und wir können sie nur durchbrechen, wenn wir konkrete Beispiele vor Augen halten. Das ist wichtiger als Richtlinien. Wichtiger ist die Einsicht. Und dann kommen wir von einer kirchlichen Ehrlichkeit zur Ehrlichkeit der Kirche. Danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Pater Martin, für diese sehr persönliche und ehrliche Schilderung des Erlebten. Ja, auf unserem Thermometer haben wir uns jetzt mit den eher dunkelblauen, man hätte es vielleicht noch dunkler einfärben können, bei uns ist es jetzt dunkelblau, eher mit diesen Jahren befasst. Jetzt werden wir ein bisschen hochgehen in die Jahren, wo es ein bisschen heller wird. Wir hören jetzt Bischof Felix Gmür. Er ist Vizepräsident der Schweizer Bischofskonferenz und zuständig für die Betreuung innerhalb der Schweizer Bischofskonferenz des Fachgremiums sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld, und er ist auch Mitglied dieses Fachgremiums. Er wird jetzt einige Worte sprechen, auch zum Thema eine gewagte Entwicklung, Aufarbeitung, Transparenz, Nulltoleranz, Professionalität und Prävention. Herr Bischof, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, um das Umfeld und damit die ganze Abgründigkeit des Umgangs der Kirche mit sexuellen Übergriffen erfassen zu können, ist es gut, sich den Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, der vom sogenannten Weltgericht handelt, vor Augen zu halten. Dort steht, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben?
Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er denen auf der Linken sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben. Jeder Christ und jede Christin hat diese Stelle schon mal gehört und meditiert und vor Augen. Wer sind wir? Es wird hier ersichtlich, auf welcher Seite die Missbrauchstäter der Kirche stehen. Das geht aber nicht nur die Täter etwas an. Es geht auch, aber nicht nur um einzelne Personen. Es steht die Kirche als Ganze, nicht nur einzelne Exponenten im Fokus. Denn, so sagt der Beginn des Vorworts der ersten Auflage des Dokuments Sexuelle Übergriffe in der Seelsorge, Richtlinien für die Diözesen, von 2002, ich zitiere: Die Kirche bezeugt ihrem Auftrag und ihrem Wesen nach die frohe Botschaft Jesu Christi in unserer heutigen Welt. Es ist das tiefe Anliegen unserer Kirche, dass dieses Zeugnis ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen glaubwürdig ist, dass der Dienst an den Menschen professionell ausgeübt wird und Kontakte zwischen Seelsorgern und Gläubigen mit Sorgfalt und Sinn für Verantwortung angenommen werden. Ende Zitat. Die wichtigen Stichworte dieses Abschnitts sind frohe Botschaft Jesu Christi, Dienst an den Menschen, Professionalität, Sorgfalt, Verantwortung. Ich werde nun in 4, 5 Kapiteln etwas sagen, zuerst zur Verdrängung. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts kamen erste Missbrauchsfälle von kirchlichen Mitarbeitern, vor allem von Priestern und Ordensleuten, auch in der Schweiz ans Tageslicht. Wie ging die Kirche damit um? Ich nenne 6 Punkte. Erstens, Vertuschung. Die Taten wurden zunächst verdrängt und verschwiegen. Man scheute die Öffentlichkeit wie der Teufel das Weihwasser. Zweitens, Bagatellisierung. Die Übergriffe wurden als Einzelfälle oder als Bagatelldelikte abgetan. Drittens, Täterschutz. Man schaute zunächst auf den Täter. Er wurde geschützt, indem man ihn zuerst in geistliche Exerzitien schickte und dann einfach versetzte. Viertens, Opferignoranz. Das Opfer kam überhaupt nicht in den Blick. Es wurde ignoriert. Es gab keine Empfindung für das Opfer, keine Empathie und schon gar keine Bitte um Entschuldigung oder Genugtuung. Fünftens, keine Anzeige. Mit den zivilen Behörden wurde nur im Notfall kooperiert. Damit kam es auch selten zu einer Anzeige bei den zuständigen zivilen Instanzen. Sechstens, Abschirmung. Es gab keine Transparenz, weder nach innen, Pater Martin hat es gesagt, noch nach außen. Man wollte die Vorfälle im kleinstmöglichen Zirkel, abgeschirmt von aller Öffentlichkeit, regeln. Natürlich gab es schon in den 50er Jahren und auch später Fälle, die öffentlich wurden. Ich kenne einige. Es gab auch Verurteilungen durch staatliche Gerichte. Es gab auch Priester, die ins Gefängnis wurden. Aber nach der Strafe im Gefängnis wurden sie oft wieder eingesetzt, wie wenn nichts gewesen wäre. Auch hier Verdrängung,
Vertuschung, Täterschutz. Zweitens, Motive und Gründe für die Verdrängung. Über die Motive und Gründe solch unangemessenen, ja abgründigen Handelns wurde viel geschrieben. Dazu gehören sicher folgende Punkte, ich nenne vier. Der erste Punkt, Schutz der Kirche. Man wollte die Kirche als Institution in jedem Fall schützen. Die öffentliche Wahrnehmung der Kirche als integre, ja heilige Institution musste auf jeden Fall vor jeder Schuldzuweisung gewahrt werden. Zum Schutz der Kirche gehörte auch der Schutz und die Abschirmung der Täter und damit verbunden das Nicht-Ernstnehmen der Opfer. Zweitens, Ignoranz. Man setzte sich mit dem Thema nicht wirklich auseinander und war wohl auch hilflos. Erkenntnisse der Humanwissenschaften oder der Medizin wurden nicht zur Kenntnis genommen oder ignoriert. Deshalb ging man davon aus, dass es sich bei einem Missbrauch um einzelne Ausrutscher handelte, was man damit rechtfertige, dass ja jeder Mensch ein Sünder sei. Aber es kam nicht in den Blick, dass bei manchen Tätern auch pathologische Charakterzüge vorliegen. Dritter Grund für die Verdrängung, Tabuisierung. Die Sexualität wurde weitgehend tabuisiert. Sie wurde verdrängt und damit verschwiegen. Deshalb war auch kein ehrlicher Umgang mit Sexualstraftaten möglich. Vierter Grund, Naivität. Das Problem der Macht in menschlichen Beziehungen, die Ohnmacht der Hilfesuchenden, die Abhängigkeit von Autoritätspersonen in seelsorgerlichen Beziehungen wurde meist nicht wahrgenommen. Dass der sexuelle Missbrauch immer auch ein Machtmissbrauch ist, wurde nicht thematisiert. Man war und man handelte schlicht bildungsfern in diesen Dingen. Dritter Punkt, Richtlinien und Fachgremium. Angestoßen durch die öffentliche Brisanz und das vorbildliche Handeln des Klosters Einsiedeln, sahen sich die Bischöfe gedrängt, Richtlinien für die Diözesen in Bezug auf sexuelle Übergriffe zu verfassen. Veröffentlicht wurden sie im Jahre 2002, also vor 15 Jahren. Es ist der erste größere Paradigmenwechsel in der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der Kirche in der Schweiz. Sechs Punkte nenne ich, die diesen Paradigmenwechsel charakterisieren. Erstens, Verantwortung. Zum ersten Mal übernimmt die Kirche als Institution, wenn auch eher zaghaft, Verantwortung für die durch ihre Mitarbeiter verübten Missbrauchstaten. Das ist ein Meilenstein, weil die Dringlichkeit der Aufarbeitung und, das ist die andere Seite der Messalie, der Prävention erst dadurch ins öffentliche Bewusstsein der Kirche dringt. Zweites Charakteristikum, die Opfer. Der Blick geht vom Täter zum Opfer. Wurde früher der Täter geschützt und das Opfer ignoriert, so steht nunmehr das Opfer im Mittelpunkt. Zunächst wird das Opfer als Opfer, das heißt in seiner Situation des Elends, wahrgenommen. Man nimmt das Opfer als Opfer ernst. Zweitens werden kirchliche Ansprechpersonen für Opfer geschaffen, beziehungsweise es wird auf zivile Opferhilfestellen verwiesen. Und schließlich sieht man ein, dass die Opfer Begleitung und Unterstützung brauchen. Drittes Charakteristikum der Richtlinien, Kooperation. Wurde früher möglichst alles vertuscht, sprechen die Richtlinien jetzt von der Möglichkeit einer Anzeige. Es gibt zwar noch keine Pflicht, aber immerhin, es soll mit den staatlichen Behörden kooperiert werden. Viertes Charakteristikum, anthropologische Grundlagen. Ein ganzes Kapitel widmet sich den anthropologischen Grundlagen, vor allem der Sexualität in ihrer persönlichen und sozialen Dimension,
sowie der Beziehungsdynamik in der Seelsorge und ihren Tücken. Fünfter Punkt, kirchliches Verfahren. Ein Missbrauch hat zivilrechtliche Relevanz, aber auch Konsequenzen im Rechtsgefüge der Kirche. Deshalb wird in den Richtlinien das kirchliche Verfahren, welches immer auch durchzuführen ist, erläutert. Sechstes Charakteristikum, Fachgremium. Es wird zusammen mit den Richtlinien ein gesamtschweizerisches Fachgremium sexuelle Übergriffe geschaffen. Ihm gehören Fachpersonen aus den Bereichen der psychologischen, sozialen und rechtlichen Aspekte sexueller Übergriffe sowie Vertreter der Kirche an. Das Fachgremium berät die Schweizer Bischofskonferenz, gibt Unterstützung in Fragen der Ausbildung von Seelsorgenden und kann von den Bischöfen oder von Dritten im Sinne einer Hilfestellung selbstständig konsultiert werden. Die Jahre 2002 bis 2006 sind nachher eher ruhig. Im Jahr 2004 führt zwar das Bistum Basel die Dekanatsweiterbildung zum Thema sexuelle Übergriffe mit dem Thema durch, aber das Thema wird gleich wieder versenkt. Der Paradigmenwechsel muss zuerst noch verdaut werden. Leider muss man auch feststellen, dass er nicht überall gut ankommt. Es gibt weiterhin Verdrängungsmechanismen und die Abwehrhaltung mancher kirchlicher Vorgesetzter. Ab 2006 werden aber sukzessive diözesane Fachgremien eingerichtet, die sich untereinander vernetzen, zuerst in der Deutschschweiz, später auch in der Westschweiz und im Tessin. Im Unterschied zum schweizerischen Fachgremium sind die diözesanen Gremien operativ tätig. Das heißt, sie behandeln in der Regel Übergriffsfälle, die ihnen gemeldet werden. In diesem Zusammenhang entstehen in den Jahren 2007 bis 2009 drei Dokumente zuhanden der diözesanen Fachgremien und der Bischöfe, die den praktischen Ablauf, die Verantwortlichkeiten und die Verfahrensvorgaben regeln. Es gibt ein Dokument, das die Verantwortung des zuständigen Ordinarius, das heißt des kirchlichen Vorgesetzten, des Bischofs oder Ordensoberen darlegt. Ein zweites Dokument, das die Kompetenzen der verschiedenen Akteure regelt. Und ein drittes, welches eine Checkliste ist. Aufgrund dessen werden die Richtlinien im Jahr 2011 neu aufgelegt. Neu ist eine Verschärfung der Anzeigepflicht und die Pflicht zu Transparenz und Kommunikation. Im Jahr 2014, also nochmals drei Jahre später, erscheint die dritte und aktuelle Auflage der Richtlinien. Entscheidend sind hier drei neue Aspekte. Der erste, das sind die Ordensgemeinschaften. Bislang galten die Richtlinien nur für die Bistümer. Viele Missbrauchstäter stammen aber aus Ordensgemeinschaften oder ähnlichen kirchlichen Instituten. Da sie rechtlich selbstständig sind, oftmals sogenannt päpstlichen Rechts, haben hier die Bischöfe keine Jurisdiktion. Salopp gesagt, der Bischof hat einem Ordensmann oder einer Ordensschwester nichts zu sagen. Die neuen Richtlinien sind nun auch von den Ordensgemeinschaften mit unterzeichnet und mitgetragen. Die Richtlinien gelten also auch für sie. Zweitens, das ist ein neuer Aspekt, das kirchliche Umfeld. Die neuen Richtlinien nehmen alle kirchlichen Mitarbeitenden in den Blick, also auch solche, die ohne direkten Auftrag des Bischofs in der Kirche tätig sind. Das können je nach Bistum und Kanton Jugendarbeiter, Sakristane, Hauswirte oder Religionslehrerinnen sein. Damit übernehmen auch die staatskirchenrechtlichen Behörden, die diese Menschen anstellen, die Verantwortung, die ihnen zusteht. Drittens, das ist auch ein neuer Aspekt, die Anzeigepflicht.
Die Anzeigepflicht wurde nochmals verschärft. Grundsatz bleibt immer, das Opfer muss die Oberhoheit über das Verfahren behalten. In der Regel wird dem Opfer empfohlen, Anzeige zu erstatten. Gegen seinen Willen wird nur dann von der kirchlichen Obrigkeit angezeigt, wenn eine imminente Gefahr der Wiederholung besteht. Am besten ist es, wenn sich der Täter selbst anzeigt. Das zu den Richtlinien und ihrer Entwicklung. Vierter Punkt, Genugtuungsfonds. Menschliche, psychologische, juristische und medizinische Hilfe der Opfer sind das eine. Dazu gehört auch, dass die Kirche zu den Missbräuchen steht, sie öffentlich bekennt und dafür Verantwortung übernimmt. Kurz vor Ostern 2010 bitten die Bischöfe in Einsiedeln gemeinsam und öffentlich um Verzeihung für die Übergriffe. Gleichzeitig rufen sie die Opfer auf, sich zu melden. Im Dezember 2015 wiederholen die Bischöfe in Sitten wiederum gemeinsam und öffentlich die Bitte um Verzeihung. Sie stehen zur Schuld, die die Kirche auf sich geladen hat. Wiederum werden die Opfer aufgerufen, sich zu melden. Nach 2010 und nach 2015, das heißt dann ab Januar 2016, haben sich besonders viele Opfer gemeldet. Im Jahr 2010 am meisten. Im Januar 2016 und folgenden Monaten auch eine erneut große Zahl. Oftmals wussten die Opfer selber gar nicht über den Aufruf, aber durch Verwandte oder Bekannte, durch Ärztinnen und Ärzte oder durch Menschen in ihrem Umfeld wurden sie darauf aufmerksam gemacht. Das ist die eine Seite. Die andere ist die Genugtuung der Opfer in finanzieller Weise. Im Jahr 2016 errichten die Bischöfe zusammen mit der römisch-katholischen Zentralkonferenz RKZ, das heißt der Dachorganisation der staatskirchenrechtlichen Körperschaften, und zusammen mit den Ordensgemeinschaften einen Genugtuungsfonds für Opfer verjährter sexueller Übergriffe. Den Opfern wird auf Antrag ein Betrag überwiesen, als Ausdruck der Schuld der Kirche und als Genugtuung. Im ersten Jahr, also 2017, wurde bereits fast 500.000 Franken ausbezahlt. Auch hier im Bereich der Finanzen hat die Kirche gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Fünfter Punkt, Herausforderungen für die Zukunft. Der Fokus für Gegenwart und Zukunft liegt auf der Prävention. Dabei ist Folgendes entscheidend. Erstens, Nulltoleranz. Es gilt im Bereich der Übergriffe die Nulltoleranz. Das muss allen Mitarbeitenden im kirchlichen Dienst klar sein. In der Ausbildung wird das Thema überall obligatorisch und wiederkehrend und eingehend behandelt. Das muss so bleiben. Zweitens, Präventionsbeauftragte. Jedes Bistum braucht einen Präventionsbeauftragten oder eine andere geeignete Stelle, die die Prävention in den Bistümern initiiert, anleitet und koordiniert. Es geht dabei nicht nur um Übergriffe im Bereich sexuellen Verhaltens, sondern auch um viele subtilere Formen, sexuelle Belästigung zum Beispiel, Anzüglichkeit in den Bemerkungen. Kurz, es geht um den angemessenen Umgang von Nähe und Distanz. Fortbildungen müssen obligatorisch sein und wenn nötig bei Abwesenheit durch geeignete Mittel und Maßnahmen auch sanktioniert werden. Drittens, das Bewusstsein. Glücklicherweise sind die sehr schweren Fälle von sexuellen Übergriffen, wie zum Beispiel Vergewaltigung oder Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, in den letzten Jahren weitgehend ausgeblieben.
Das darf aber nicht dazu verleiten, untätig zu werden und die Hände in den Schoß zu legen. Eine ständige Bewusstseinsarbeit ist angezeigt und nötig. Sie muss so gestaltet werden, dass die Adressaten des Themas nicht überdrüssig werden und demzufolge nur noch Desinteresse zeigen würden. Anzeichen habe ich bereits mancherorts erkannt. Das Thema ist und das Thema bleibt aktuell und muss im öffentlichen Bewusstsein der Kirche einen Stellenwert haben. Vierte Herausforderung: Professionalität. Der Umgang mit Opfern, Täterinnen und Tätern, mit angezeigten, verjährten oder mit aktuellen sexuellen Übergriffen muss viel professioneller werden. Denn ohne Professionalität wird man weder der Sache, noch dem Opfer, noch dem Täter, noch dem Recht und Anspruch der Öffentlichkeit auf Information gerecht. Das ist aber entscheidend, gerade auch im Hinblick auf die Sensibilisierung, das Bewusstsein, die Prävention. Sechstens, Umgang mit Tätern. Wie mit verurteilten Tätern umgegangen wird, die ihre Strafe verbüßt haben, ist eine sehr schwierige Frage. Hier braucht es auch den Austausch mit staatlichen Institutionen, denn sie stehen vor der gleichen Herausforderung. Vor einiger Zeit bekam ich einen Brief von einem Gefangenen, der sagt, er sei ein Pädophiler. Und in 10 Jahren würde er entlassen, aber er sei ja immer noch pädophil. Was er tun könne, ob er in ein geschlossenes Kloster eintreten solle, praktisch in ein freiwilliges Gefängnis. Sechste große Herausforderung, vieles, was sich im Bereich der Seelsorge und damit im Bereich von Nähe und Distanz abspielt, ereignet sich in einer Grauzone. Manches Verhalten ist zum Beispiel unangemessen, aber nicht justiziabel. Wie wir damit umgehen, ist noch offen und bedarf der eingehenden Erörterung. Und das gilt auch für Täter. Wie gehe ich mit einem Täter um, ich jetzt als Bischof oder eine Kirchgemeinde, dessen Verhalten unangemessen ist, aber der vor Gericht nicht verurteilt werden konnte wegen Geringfügigkeit oder der nur bedingt verurteilt wurde? Man kann ja nicht so tun, als sei nichts geschehen. Das muss erörtert werden mit Betroffenen und mit Fachleuten verschiedener Disziplinen. Das ist eine Herausforderung, um allen, auch den Tätern, die ja Menschen sind und bleiben, gerecht zu werden. Ich schließe mit dem Matthäusevangelium, das ich bereits zu Beginn zitierte. Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese eindrückliche Darstellung und des Wandels in der Kirche. Ich fühle mich sehr betroffen. Es war sehr, sehr schön, das zu hören. Vielen Dank an euch alle.